Was geht, Herzchen? Knochen wieder hier. Willkommen zur 7. Episode meiner selbst auferlegten Herausforderung auf dem Weg zu 1 Million Gold. Und die tanzen tierisch ab hier. Ich mache mit, warum nicht? Das sieht total beknackt aus. Und oh mein Gott, mein Wolf macht auch noch mit. Oh mein Gott, das ist so stulle. Gut, wird Zeit, dass wir zum Geschäft kommen. Das sah so dämlich aus. Ich weiß gar nicht, das ist so Piccolo-Flötchen, Flötchen oder irgendwie sowas, ne? Ich habe das irgendwo mal bekommen aus, Stratholme, glaube ich. Wie auch immer. Es wird Zeit, dass wir zum Geschäftlichen übergehen. Gut, Kadettenumhang. Oh, der wird wieder auslaufen. Genau, wieder Backwassergurt und die anderen weißen Gegenstände. Schade. Ich muss... Irgendwie muss ich diese Sachen anbieten. Ich werde erstmal, glaube ich, eine Zeit lang die weißen Sachen aufheben. Ich glaube, so zu den Feiertagen könnte sowas gehen, wenn ich es dann auch poste. Also das heißt, die Leute überhaupt mitkriegen, dass sowas im Auktionshaus verfügbar ist. Ich glaube dann, weil sie ja halt eh viel mehr in der Hauptstadt rumgammeln und sich unterhalten und so, werden sie wahrscheinlich auch so eine Sachen tragen. Mal gucken, was mein Briefkasten sagt. Er ist voll. Ich hoffe nur mit verkauften, also mit Gold. Mit Hinweisen, dass ich Sachen verkauft habe. Wir haben Kojotenfleisch verkauft, Wollstoffballen, was war das? Weißenfisch, die Tunika ist abgelaufen, schade, Leinenstoff natürlich, roher Weißenfisch, deswegen, ich habe die Mörlockflossen verkauft, ich habe ein paar Mörlockflossen verkauft. Ich hätte die schon fast selber benutzt, um die, ich sag mal, zum Kochen zu benutzen. Mittleres Leder, wie heißt denn das? Schwarzölmaul da, dieser Fisch, den man eigentlich nur braucht für Alchemie, den kann man nicht fürs Kochen verwenden. Hoher Schwarzmaulöl, Bums, Fisch da, ja, das kann man halt nur für Alchemie, daraus macht man auch ein Öl, das ist so ein Schwarzmaulöl, glaube ich, macht man daraus. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe das vor Jahren mal benutzt, also ich habe das mal gebraucht, ich habe diesen Trank nie verkauft oder sonst was damit gemacht. Wir haben hier ein paar Sachen zurückbekommen, die eigentlich ganz schön sind, die sich bestimmt noch irgendwann verkaufen werden. Man muss da wirklich geduldig sein und die Sachen immer wieder reinstellen. Ich habe nicht viel Gold gemacht, 350 heute nur. Und wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr werden, denn ich weiß nicht, wie lange ich spielen werde. Selbst wenn ich 2 Stunden mache, vielleicht gehen noch ein, zwei Sachen weg. Ich glaube, die meisten Sachen verkaufen sich am Abend. Am Abend bin ich aber nicht hier unterwegs, sondern woanders. Es sei denn, es ist Wochenende. Kupfererz habe ich ja doch nochmal verkauft. Das heißt, das Kupfererz, was ich zurückbekommen habe, war einfach abgelaufen, weil ich dann schon unterboten wurde. Und jetzt geht es erstmal daran, ich habe ja in der Folge davor schon gesagt, ich muss die Sachen einlagern, meine Materialien einlagern, also erstmal wieder 100 Gold investieren. Aber durch das Einlagern kann ich natürlich die Sachen, die ich nachher habe, auch einlagern und sie sind sofort gestapelt. Ich kann halt also gucken, welche Sachen passen zusammen. Muss nicht erst so überlegen, oh nee, ach, da habe ich ja nur 2 von. Sondern kann sofort Stapel so ab 5 rausnehmen. Es sei denn, es sind Edelsteine, also rohe Edelsteine, ungeschliffene. Die kann man auch einzeln verkaufen, das ist nicht das Problem. So, wir sind zurück und ja, ein bisschen habe ich was gefarmt, aber es ist nicht allzu viel. Ich habe ein bisschen Silbererz, ich habe Schattenedelstein, ein bisschen grober Stein. Kupfererz, geangelt habe ich auch ein bisschen, da oben ist roher Weißenfisch und ja, ein paar grüne Gegenstände. Und das ist auch so ziemlich alles. Also ich war jetzt die ganze Zeit im Rotkammgebirge unterwegs, habe mein obligatorisches Dungeon abgeschlossen. Ich mache ja mal einen Dungeon am Tag, so ziemlich am Anfang dann. Und jetzt geht es erstmal daran, die Sachen zu stapeln, also einzulagern, damit sie gestapelt werden. Und jetzt nehme ich natürlich die Stapel gleich wieder raus. Das dauert ja auch nur ein paar Sekunden. Also wie gesagt, kann man ruhig mal machen. Ist auch einfacher, als wenn man überall durchguckt, wie viel Stapel man von irgendwas hat und ob nicht irgendwo noch was rumliegt. So, das heißt, ich werde rausnehmen, Beulengras, den Windwollstoff, den Wollstoff, wie kommen wir auf Windwollstoff? Das Silbererz, die 4, die da waren, mit den 4, die ich jetzt also gefarmt habe, abgebaut habe. Backen lasse ich erstmal noch drin, da hätte ich auch lieber ein paar vernünftigere Stapel. Seidenstoff mit raus und öliges Schwarzmaul, das war's. Daraus wird halt nur echt so ein Öl hergemacht, für was man auch immer das braucht. Da gibt es ja noch diesen Feuerschnapper, daraus macht man nur irgendwie so ein Feueröl oder irgendwie sowas. Ja, das ist auch nur eine Sache, für die man diese Viecher braucht. Deswegen ist es interessant, dass sie überhaupt verkauft werden. So, und jetzt geht es daran natürlich, vernünftig zu stapeln, Stapel anzubieten, Kohle zu machen.
Ich hoffe, dass ich, wenn ich nächstes Mal wieder einlogge, auf 2000 bin. 2500 wäre natürlich super. Ich kann es natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad hier beeinflussen, was ich, also ob da die Sachen verkauft werden, ob ich Kohle mache oder nicht. Und wie auch in der letzten schon erwähnt habe und davor, immer wenn man grüne Sachen hat, auch mal ruhig mal anschauen, ob die zum Transmogrifizieren interessant wären oder ob sie vielleicht irgendwie selten sind. Ich habe ein paar Sachen, die sind selten. Grüne Sachen, die selten sind und super als Transmog-Gear fungieren könnten, aber die Leute müssen natürlich auch wissen, dass die Sachen da Es ist sind. an mich gebunden. Und manchmal poste ich's. Ich zeige das jetzt nicht unbedingt immer, aber ich poste das dann schon. Und verkaufe die Sachen dann doch ab und an. Hier, der Umhang zum Beispiel, finde ich, sieht nicht so knackig aus. Und ich habe ja schon mal erklärt, wie ich den Verkaufspreis von Sachen, die nicht drin sind und wo ich auch keinen Verkaufspreis für habe, keinen alten, wie ich die reinstelle. Was ich, also, das ist ja so, dass wenn jetzt Sachen beim Händler zum Beispiel 1 Gold und 37 bringen, würde ich sie für 13 Gold reinstellen oder 13,70. Oder, wenn es gut aussieht, vielleicht für 137, aber eher so Durchschnittssachen Ich kann hier. das nicht tauschen. Ja, tatsächlich 38 Gold oder so. Oder ich mache dann so Standardpreise, alles so um 10 bis kurz vor 20 Bereich, dann 10 bis 15 Gold und dann kommt so 22 Gold. Und aber meistens nehme ich tatsächlich hier, wie zum Beispiel der Räubergürtel des Gorillas, würde ich reinstellen für 36 Gold, weil beim Händler er 3 Silber und 67 Kupfer bringen würde, also wenn ich ihn so verkaufen würde. Das sind so. Man muss ja irgendwie erfinderisch sein. Und ich meine, das sind Preise, die sind noch okay. Denn das Gold ist nicht mehr dasselbe Gold wie früher, als man sich das noch ultra hart verdienen musste. Wirklich da das Gold noch. Heute ist das Gold eigentlich wie bemaltes Metall. Ganz einfaches Metall. Das heißt, die Leute haben viel mehr Gold. Und geben natürlich dann auch mal 36 Gold für irgendwas zum Questen aus. Wenn sie halt ein bisschen Leveling-Gear haben oder brauchen für ein paar Stufen, weil sie auch bestimmte Sachen eben noch nicht als accountgebundene Gegenstände verfügbar haben. Das gibt's auch noch. Also kann ich so einen Kram natürlich auch noch verkaufen. So, Markus Königskraut, immer noch ein schlechter Preis. Wie man sieht, ich wurde auch schon wirklich drastisch unterboten. Mehrfach. Aber die Sachen müssen rein. Ich muss das Zeug verkauft kriegen irgendwie. Was ich natürlich auch machen könnte, ist meine Auktion abscannen. Das könnte ich, wenn ich unten bei Auctionator auf mehr klicke. Scannt er die Auktion ab. Und zeigt mir an, wo ich unterboten wurde und bietet mir an, Auktionen abzubrechen. Und ich kann dann nach und nach Auktionen abbrechen. Leider, und das ist das Problem, ich sehe nicht, welche er abbricht. Ich könnte aber auch natürlich die einzeln anklicken und manuell, also die abbrechen oder die anderen drin lassen. Aber bietet auch an, abbrechen oder nee, lass drin. Ja. Und ja, ich sehe gerade, die Auktionen laufen aus von den weißen Gegenständen. Kann man nichts machen. Ich glaube, das Zeug werde ich erstmal nicht verkaufen. Ich glaube, ich werde die auch dann wieder zurück in die Bank packen und erstmal liegen lassen, bis vielleicht zu den Festtagen, wo ich denke, dass sie sich eher verkaufen werden, so wie ich es ja vorhin schon erzählt hatte. So, Schattenedelstein. Der Preis ist okay. Ich meine, der war auch schon. Ich habe die echt für wirklich nur ein paar Silber drin gesehen. Dass sie überhaupt schon wieder auf über ein Gold ist schon eine gute Sache. Den Sack kann ich auch verkaufen, denn den brauche ich nicht zwingend. Ich habe noch andere Taschen, wo bis die dann irgendwann ausgedient haben, habe ich mir schon wieder neue geholt. Da hole ich mir halt noch mal ein paar Netherstofftaschen, Beulengras. Auch nicht tierisch unterboten, aber doch immerhin so, dass ich nicht mehr an dritter Stelle bin. Ich meine, man sollte mindestens noch an dritter Stelle sein. Ansonsten ist es einfach zu teuer. Und ich kaufe den Kram jetzt hier erstmal auf. Bis mein Preis erreicht ist. Das heißt, ich werde einiges an Kohle wieder verballern. Das nennt sich Flipping. Hier, ein Stack A1. Würde ich drin lassen und ein Stack A13 auch. Und, weil die wahrscheinlich eher meine sauren Stapel kaufen als die ihre. So, das war's für heute. Hier noch ein bisschen Gameplay von der Abschlussquest, von der finalen Quest im Bruckkammgebirge, die richtig witzig war. Ich sag nur Rambo. Das erinnert mich so an Rambo. Und ja, danke fürs Zuschauen bei der siebten Episode auf meinem Weg zu 1 Million Gold. Viel Spaß noch beim Zocken. Könnt ein Abo hinterlassen, wenn ihr wollt. Tut euch nicht weh, würde mir helfen und ist auch noch gratis, ja, ohne Vertragslaufzeit. Und ja, wir sehen uns demnächst. Haut rein. Bis denn dann. Ciao, ciao.
Was kann ich für euch tun?